Während den letzten 2 Tagen in Elat waren wir schnorcheln und im Red Canyon. Ja, leider habe ich die Aufnahmen von der Kamera nicht, weil die noch nicht wieder richtig funktioniert. Hoffentlich wird das wieder. Könnte ich ja danach noch die Aufnahmen hochladen, falls sie gut sein sollten. Und im Red Canyon waren wir mit Freiwilligen aus Jerusalem, die wir im Shelter in dem Hostel getroffen haben. Und ja, es waren schöne Trips. Wir sind hier gerade am Strand und waren gerade schnorcheln und haben einige Fische gesehen und so. Und meine Kamera hat aufgehört zu funktionieren. Ich hoffe, dass wenn die jetzt was trocknet, das wieder anfängt zu funktionieren. Wir haben jetzt noch spontan entschieden, in ein Unterwasser-Observatorium zu gehen. Sorry, Henrik. Der ist gerade mit dem Bus davon gefahren, falls er das Video sieht. Er muss jetzt zurück nach Jerusalem. Mal gucken, ob wir hier Fische sehen. Und ich werde einige Bilder und Videos machen. Wir sind jetzt hier 20 Minuten oder so gewandert, machen jetzt eine kleine Pause. Wir hatten ein bisschen mehr erwartet von dem Red Canyon. Also es sah schon echt gut aus, aber es waren jetzt nur 20 Minuten dadurch. Auf dem Rückweg sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. War ein bisschen enttäuscht. Wir sind jetzt wieder zurück und sind den Red Canyon Hike irgendwie 3-4 Mal oder so gewandert, weil der so kurz war. Wir konnten echt schöne Bilder machen und ja, ist empfehlenswert, aber man darf nicht zu viel Zeit dafür einrichten. Hier sind wir gerade an der Grenze zu Ägypten und sieht nicht so einladend aus.